Hallo, guten Abend. Ich bin die Julia. Und ich bin der Luis. Wir kommen aus Ingolstadt, also aus Oberbayern. Ja, entschuldigen Sie bitte mein Dialekt. Wenn Sie nicht was verstehen, dann fragen Sie einfach noch. Ich verstehe dich schon. Okay, wir möchten so ein bisschen auf das Thema von den netten Herren da drüben im Feuerhemd nochmal das Ganze aufgreifen. Ich bin nämlich der Meinung, dass das wirklich ein Problem ist, dass die Medikamente heutzutage ja von der Pharmaindustrie hergestellt werden. Und wie das Ganze ja schon in den Namen erwähnt wird, ist die Pharmaindustrie eine Industrie. Und worauf ist die Industrie auf? Auf Profit. Das Problem ist, ein gesunder Patient ist ein verlorener Patient. Das bedeutet, wenn Sie Medikamente herstellen, die die Patienten vollständig gesund machen, verdienen Sie ja mit dem Patienten nichts mehr. Es bringt Ihnen ja nichts, wenn Sie die Patienten gesund machen und dann kein Geld mehr dran verdienen. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Pharmaindustrie bewusst teilweise Medikamente produziert, die was nicht unbedingt helfen und die was uns nicht unbedingt ganz gesund machen. Das Gleiche ist zum Beispiel mit Impfstoffen. Es ist gar nicht wirklich nachgewiesen, dass Impfen gegen bestimmte Krankheiten hilft. Und es gibt da genügend Nebenwirkungen. Ja. Der gehört zu. Ja, das im Hintergrund ist der Ferdi. Der Luis zum Beispiel, der hat sich auch dazu entschlossen, nicht impfen zu lassen. Und der sagt jetzt auch noch ein paar Worte dazu. Also ich heiße Luis, wie schon gesagt, und ich bin jetzt kein wirklicher Impfverweigerer. Aber ich habe mich halt mit meinen Eltern zusammen dagegen entschieden, mich zu impfen. Also ich habe weder Grundimpfungen noch sonst irgendwas. Und wie man immer noch sieht, ich bin immer noch am Leben und ich habe immer noch keine schweren Krankheiten. Und ich bin auch der Meinung, dass es einfach in Impfungen nicht nur gute Sachen drin ist, also das uns hilft, sondern auch genügend Schadstoffe, die dem Körper einfach schaden. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel jetzt ein Grund, wenn man nach dem Impfen im Arm Schmerzen hat, dass es nicht zu 100% gesund sein kann. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.